Was mich erfolgreich macht, ist, dass ich nie aufhören kann. Egal um was es geht, ich muss immer alles bis zum Ende schaffen. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich jeden Tag versuche, so die beste Version aus mir selbst zu machen und mich stetig weiterzuentwickeln. Und das kann ich auch ein bisschen auf meine Verletzung, glaube ich, beziehen. Man will Dinge erreichen für einen selbst, natürlich auch für den Verein, aber in erster Linie für einen selbst, und dafür arbeitet man. Fears, I don't really believe in. Definitely comes to like basketball or anything. For me, I don't care who you are, I feel like I can beat you. You know, that's just my personality, that's just who I am. So, I don't think I have any fears when it comes to basketball. Ja, in meiner Reha-Zeit, immer wo ich die schweren Momente hatte, konnte ich mit Julie darüber reden. Trotz der schweren Situation, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einen jeden Tag motiviert und so pusht, dass man das Beste aus sich rausholen möchte. Ja, ich glaube, man zweifelt immer. Für mich die größte Herausforderung oder diese Zweifelmomente waren, wo ich erstmal wieder auf dem Platz mit meiner Mannschaft war. Und dann habe ich kurz gedacht, okay, schaffe ich das nochmal oder schaffe ich das nicht? Deswegen, glaube ich, muss man einfach diesen Druck lernen zu bündeln und irgendwo auch lernen zu kanalisieren, dass man einfach das ummünzt in was Positives. Mein Comeback war ja nicht, ich bin jetzt zurück und jetzt ist alles so wie davor, sondern es ist eher ein Comeback gewesen mit, wir schmeißen mich jetzt ins kalte Wasser und gucken, ob ich schon schwimmen kann. Weil man einfach von diesem Moment auch träumt, weil man einfach ja monatelang dafür gearbeitet hat, endlich wieder an der Seitenlinie zu stehen und dass der Name gerufen wird und man darf wieder aufs Feld. Und selbst nur das Einlaufen beim allerersten Spiel, da kam es plötzlich über mich, was man vielleicht sich hätte denken können, aber ich habe es nicht erwartet. Momente, die man nicht vergisst. Es war einfach wunderschön, wieder mit meinen Mädels auf dem Feld zu stehen, wieder den Ball am Fuß zu haben. Und ich glaube, man merkt einfach, wie viel in dem Moment abfällt und wie sich einfach alles auszahlt, wofür man wirklich sehr, sehr lange arbeiten muss. Und ich bin eh so hungrig und geblieben einfach und wollte immer mehr und mehr schaffen. Und ja, deswegen bin ich auch jetzt hier beim FC Bayern, weil ja, ich habe es nie aufgehört, mich zu entwickeln. To be honest, just to have a long career, I would say success means for me personally and basketball-wise, just to still have the love for the game, to be able to provide for my family, to be able to go all over the world and to actually be living the dream.